Och, hier ist der Jens von Jensis Welt. Und wie ihr seht, ich stehe schon wieder mal im Gleisbereich. Oh mein, hoffentlich kommt das kein Zug da. So schnell kommt da keiner mehr. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe diese stillgelegte Bahnlinie gefunden. Eigentlich war ja geplant, nach Meuselwitz zu fahren, um sich die Kohlebahn anzugucken. Aber das hier ist natürlich auch interessant, weil das ist eine Bahnlinie, die ich gerade entdeckt habe. Also ich wollte eigentlich, bin gekommen von Wachau drüben, dann am Merkleberger See vorbei, also Quatsch, am Großbudner See vorbei, am Zwenkauer See vorbei, dann durch Groß, wie hieß das? Irgend so ein Nest halt. Und dann ging es jetzt hier normalerweise weiter nach Pegau, ja. Aber das hier ist für mich interessanter. Ich drehe jetzt mal den Bildschirm um. Ich würde ja gerne mal wissen, wo das hingeht, das Gleis. Wo es hier hingeht, weiß ich. Das mündet dann auf die Hauptstrecke. Ja, aber wo es da hingeht, weiß ich nicht. Jetzt ist die Frage, ob es sich lohnt, jetzt noch weiter mit dem Fahrrad Richtung Meuselwitz zu fahren und dort eine Enttäuschung zu erleben, weil die Kohlemuseumsbahn nicht fährt. Oder dem Gleis ein Stückchen hier zu folgen, um zu gucken, wo es hingeht. Zeit, naja gut, ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche, aber ich denke mal, wenn das Gleis ein paar Kilometer lang ist, ich muss ja auch langsam mit dem Fahrrad hier lang laufen. Ich versuche natürlich hier auf den Schienen lang zu fahren mit dem Fahrrad, damit mein Fahrrad nicht so sehr belastet wird. Der Drahtesel, der hat schon einiges mitgemacht. Ihr habt das ja in einem anderen Video schon gesehen, dass ich da eigentlich nicht mehr damit fahren durfte, aber ich bin bis hierher gefahren, Leute. Bis kurz vor Begau mit der Karre. Toi, 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 bis jetzt hält er. Aber wenn ich ja die ganze Zeit in den Schwellen langlaufe mit dem Fahrrad, dann kann ich dann wahrscheinlich das Fahrrad wirklich ganz vergessen. Deswegen versuche ich auf den Schienen lang zu laufen mit dem Fahrrad. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass mir kein Zug in den Rücken fährt. Und wenn jetzt wieder irgendwelche, ja, netten Personen schreiben, ey, da bist du wieder Gleisbereich, du bescheuerter Grabo. Ich habe eine Überraschung für euch. Ab sofort gibt es in den Nachrichten einen neuen Gast. Den werdet ihr morgen dann sehen. Den neuen Gast, er war schon mal gestern bei der Premiere dabei. Und der wird jetzt jedes Mal bei Nachrichten meine tollen Kommentare vorlesen. Ja, jetzt mache ich auch mal sowas. Ich muss mir nur noch was einfallen lassen, wie ich die Kommentare einblende. Ohne dass die anderen netten Kommentare mitzulesen sind. Natürlich werde ich die Namen unkenntlich machen, nicht so wie andere, die das dann den Namen anzeigen. Nee, ich mache die Namen unkenntlich, nur die Kommentare lese ich vor und gebe dann da meinen Senf dazu ab. Oder halt der Stargast. Ja, so, genug gequasselt. Jetzt nehme ich mal die Kamera hier in die Foto und werde dem Gleis mal ein Stückchen folgen in die andere Richtung. Kommen Sie her. Ich drehe es mal um. Erstmal gucken wir noch mal, wann die Gleise sind. So, jetzt sind die noch gar nicht. Oder ist das verkehrt rum? Nee, das kann ja nicht sein. Nee, das ist richtig rum. 91. Da haben die 91 diese Schwellen neu gemacht. Und jetzt schon wieder stillgelegt. Ich sage aber nichts mehr. Gut. Egal. Wir fahren jetzt mal hier lang. Ich glaube, das hat schon mal jemand diese Strecke hier als Fotosession in einer Gruppe gepostet, in der ich nicht mehr bin, weil ich die Gruppe verlassen musste wegen bestimmter Personen. So, jetzt gucke ich mal, ob das klappt hier. Ich habe das nämlich schon mal gemacht. Also die Strecke hier kenne ich gar nicht. Wer Informationen darüber hat, was das mal hier gewesen ist, vor einer Strecke, der kann mir das ja mal sagen und in meine Kommentare schreiben. Also man kann ja nicht alles kennen, ne? Ich habe es halt, wie gesagt, jetzt gerade entdeckt und bin von dem Plan nach Meuselwitz zu fahren abgewichen oder Profen, weil ja sowieso heute keine Kohlebahn fährt. Also die reguläre im Tagebau. Also hier ist bestimmt definitiv lange nichts mehr gefahren. Ich gehe mal davon aus, bestimmt ein paar Jahre. Aber das wird nichts.
Dann muss das Fahrrad halt durch die Schwellen schieben. Tut mir leid, mein Kleiner, das muss jetzt durchhalten. Drahtesel. Ich hoffe, dass das nicht zu viel wird für dich. Weil ich will ja jetzt mal ein Stückchen dem Gleis folgen. So. Ich hoffe, das wird euch jetzt nicht zu langweilig, dass ich jetzt hier lang latsche. Ich könnte natürlich auch stoppen. Und das sind mehrere Ebenen, so wie ich das damals bei der S-Bahn gemacht habe, unterteilen. Das könnte ich natürlich auch machen, ne? Aber ich denke mal, ich bin schon schnell genug voran. Dass man hier ein Stückchen, wo die sehen ja schon schlimm aus, die verrosteten Schrauben und Gleise. Also hier ist wirklich lange nichts mehr gefahren. Hier muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass mir irgendwas entgegenkommt oder dass hier irgendwas fährt. Mich wundert es, dass die Gleise noch liegen, wenn sie tot sind. Da war der Bahnhof wieder zu faul, die Gleise abzubauen. Oder haben sie sich einfach gesagt, vielleicht wird es ja irgendwann mal wieder reaktiviert. Ich sehe schon, das ist der Gehweg. Folge ich jetzt den Gehweg? Nö, ich bleibe auf dem Schienen. Wir bleiben auf dem Schienen, da sind doch keine Luschen. Aber das Fahrrad, das Durchschnitt ist gefahren. Ne? Ich habe auch noch ein paar Bilder gemacht von dem Flügelsignal. Es waren, glaube ich, zwei hier gewesen. Ich weiß nicht, wo das zweite jetzt hier ist. Irgendwo habe ich, glaube ich, schon vorbei. Bin schon schnell vorbei. Müsste schon vorbei sein. Naja, egal. Wir werden jetzt hier einfach mal weiter. Oh, guck mal. Ist das eine Warnleiste? Nee, was ist denn das? Mal gucken, was drauf steht. Hä? Das ist wie Fußball. Ja, ja, das ist okay. Fußball. Man sollte nicht alles in die Folie nehmen. So. Naja. So wie es aussieht, macht das Gleis auf jeden Fall einen Bogen und geht von der Hauptstrecke weg. Das heißt, ich kann hätte wahrscheinlich gleich hier lang fahren müssen. Aber ich wusste ja, wie gesagt, von dieser Bahnlinie nichts. Das ist natürlich auf jeden Fall interessanter als eine Museumsbahn anzuschauen, die noch in Betrieb ist. Das seht ihr doch genauso wie ich, oder? Oh, ich glaube, es kommt ein Zug, Leute. Da werden wir doch mal warten. Es wird bestimmt Elster-Saale-Bahn sein. Ja, die Schranken gehen runter. Oder ist das wegen mir? Das wäre jetzt der Birmer. Nee, ich denke nicht, dass es wegen mir ist. Shit, hinter mir ist dunkel. Also das heißt, wird es bald regnen. Ich lasse mal mein Fahrrad jetzt einfach hier stehen. So, du blödes Fahrrad. Gucken wir mal darüber. Vielleicht kommt hier auch eine Diesellok. Ach du Scheiße. Ja, das war ja klar, ne? Wisst ihr was, Leute, wo ich vorhin an der Brücke war, an der anderen Seite? Ja, da drüben. Wisst ihr, was da mir entgegenkam? Und da ist keine Kamera an der Foto. Eine V100 DR in der Originallackierung. Und das war, glaube ich, nicht von der Mac. Mit einem Bauzug-Anhänger. Also Bauzugwagen. Anhänger, riesig kindisch, ey. So. Boah, wenn das anfängt zu schiffen, habe ich das durch die Arschkarte gezogen. Weil hier gibt es nirgendwo was zum Unterstellen, außer ein paar Bäume. Ich habe noch einen Rucksack voller Essen. Müsste ich dann vielleicht mal irgendwann mal, auch mal was essen und was trinken. Aber werde ich wahrscheinlich mich da an die Seite setzen. Aber erstmal machen wir jetzt hier ein Stückchen Richtung, was immer, wo bis das Gleis öffnet halt. Vielleicht kommt da noch ein Bahnhof. Aber es ist schon interessant. Vielleicht hat ja irgendjemand Informationen über das Gleis hier. Was das früher vor eine Strecke war. Ich glaube, es geht nach Lützen. Tegau-Lützen könnte sein, dass es die Strecke ist. Bin mir aber nicht sicher. Fakt ist, hier fährt nichts mehr.
Und da kann mir auch hier nicht wieder irgendjemand hier schreiben, hier, ich zeig dich an, bei dem Gleisbereich rumhupst und so weiter. Denn ich glaube, das interessiert hier keinen mehr. So, hier kommt ein Bahnübergang. Gucken, ob was kommt. Nee, wir können weiterfahren. Viel Spaß muss sein. So, dann suche ich nochmal. Ist mein Fahrrad auf den Schwellen? Nee, das wird nichts. Egal, machen wir das jetzt so weiter hier. So. Ich halte ein bisschen langsamer laufen. Vorsichtig. Hat ja damals auch geklappt, als ich euch die S-Bahn gezeigt habe. Also wir können mal an die andere Seite schwenken. Haben wir schon ein ganzes Stück geschafft, hä? Ach, da ist eine Straße. Gut, da gehe ich auf die Straße und das ist das, denn auf der Straße lang fahren, ne? Aber ich bin ja kein Weichei, ich will ja auf dem Gleisen lang laufen. Ist natürlich nicht gut fürs Fahrrad, ich weiß. Na Freunde, dann werde ich jetzt erstmal auf der Straße langlaufen oder langfahren. Mal gucken, wo es gleich hingeht. Ist uns ja kein Graben hier. Nee, erst nicht. Und da schauen wir mal, wo das gleich hingeht. Ich muss ja mal gucken, ob Auto. Ne? Ups. Ich will aufpassen, hier fahren nämlich Autos jetzt hier. Also Fakt ist, das Gleis ist noch komplett vorhanden. Und man könnte das Gleis sogar wieder reaktivieren oder für eine Museumsbahn nutzen, je nachdem. Die Gleise, ich meine, die Schwellen sehen ja noch gut aus, sind ja Betonschwellen. Nicht so morsch wie die letzten, die ich mal gefilmt habe hier von der ehemaligen Tagebaubahn, die auch noch die Priesnitzbahn nutzt. Da sollte man schon aufpassen, ob man nicht zu schwere Züge drüber schickt. Egal, ob das bloß für den Müllzubringer Gleis war oder nicht. Ihr seht, das Gleis ist immer noch drin. Ja, so geht das natürlich auf jeden Fall besser. Ja, viel, viel besser. Da kommt ein Trecker von John Deere. So, jetzt geht das Gleis von der Straße weg und ich muss wieder auf die Schienen wechseln. Geht nicht anders. Wir wollen ja dem Gleis folgen, ne? Also, müssen wir wieder auf die Schienen. So, Kamera bleibt an. Uiuiui, es wackelt ein bisschen. Tut mir leid, Leute, dass es jetzt ein bisschen wackelt. Aber das lässt sich nicht so einfach machen, ne? Wenn man hier gerade filmt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jo, hier kommt schon wunderbar auf der Schiene drauf. So, dann schauen wir nochmal in die Richtung. Ich glaube, das ist das Gleis nach Lützen. Na, dann schauen wir mal. So, Fahrrad, du musst jetzt wieder ein bisschen durchhalten. Ich gehe jetzt wieder aufs Gleis an. Da hier geht's ja. Hier ist der Schotter ziemlich weit draußen. Da kann man auch mit dem Fahrrad, also ich meine schieben. Also hier sieht man wirklich richtig gut aus, das Gleis. Wundert mich, dass das nicht mehr befahren wird.
Ihr habt ja gesehen, dass da überall Grünzeug war. Und das ist definitiv nicht mehr befahren. Das hätte ich sofort gesehen. Da kann mir jeder erzählen, was er will. So, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Das ist doch ganz gut. Ja, jetzt werden wir doch Schluss zusammen. Jetzt kommen Holzschwellen. Was ist das für eine Strecke gewesen? Also es sieht aus, als ob das hier weitergeht. Aber dort kommt ein Zaun, Leute. Und da kann ich, glaube ich, nicht weiter. Ich werde jetzt einfach mal hier weitermachen. Bis hervor. Ja, und über den Zaun klettern werde ich mit Sicherheit nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Solche Faxen fangen wir gar nicht erst an. Also ich bin zwar bekloppt, aber lebensmüde bin ich nicht. Und so viel Geld habe ich auch nicht, dass die Scheiße dann bezahlen kann, dass ich hier dann irgendwo Probleme kriege. Also wie es aussieht, hört das Gleis hier auf. Komisch. Naja, vielleicht weiß ja einer, was das hier von der Strecke war. Oder von Zubringergleis oder was weiß ich. So. Aber es geht weiter. Hier ist ein Zaun. Ist das Ding noch in Betrieb? Ja, das ist noch in Betrieb. Geht denn das Gleis hin? Also, ja Leute, ihr könnt mir ja mal sagen, was, jetzt hier, was das jetzt hier so bedeuten hat, dieses Gleis, was es mal früher gewesen ist und ob das auch weitergeht nach dem hier. Aber ich würde sagen, jetzt Feierabend. Ich habe eine Ameise. Der Bereich wird videoüberwacht, das ist mir schon klar. Kann man leider nicht sehen, was es mal von der Firma war. Hochspannung, Lebensgefahr. Was? Soll das heißen, hier waren sogar Oberleitungen gewesen? Naja, Leute, wie gesagt, ich werde jetzt wieder den Weg weiterfahren Richtung Meuselwitz. Das Gleis scheint ja hier aufzuhören. Ich gucke noch mal. Ach so, Hochspannung, klar, ja, logisch. Seht ihr das dort? Ist das noch angeschlossen? Nee, das ist gar nicht mehr angeschlossen, wie es aussieht. Das war mal ein Umspannwerk. Ja, das war mal ein Umspannwerk und das sieht aus, als ob das nicht mehr angeschlossen ist. Vielleicht gehörte das mal zum Tagebau. Das könnte natürlich sein. Aber warum geht das Gleis hier rein? Ins Umspannwerk? Hä? Naja, wie gesagt, wer sich damit auskennt und wer weiß, was das hier zu bedeuten hat, was es mal gewesen ist. Klar, hier stehen jetzt Bagger drin, ist klar. Ich meinte aber ganz früher, 1990, 80er Jahre, was das mal gewesen ist, warum hier dieses Gleis ist, was das mit dem Umspannwerk zu tun hat und was das von der Bedeutung hatte. Wer das weiß, der kann ja mal einen Kommentar unter mein Video schreiben. So, lesen wir hier das Bild um. Ja Leute, wie ihr seht, hört das Gleis jetzt hier auf. Dort geht es auf der Hauptstrecke Richtung Pegau. Und ich kann euch nicht sagen, was es ist. Es sind zwei Flügelsignale da, die anscheinend noch genutzt werden oder auch nicht. Wie gesagt, wer Ahnung hat, was das hier zu bedeuten hat, kann mir ja gerne Kommentare unter mein Video schreiben. Und ich werde das wieder alles verlinken, auch mit Twitter und mit Instagram. Dort werde ich dann die Fotos reinmachen, die ich jetzt heute noch mache. Und dann werde ich jetzt mal gucken, was ich noch so finde, also Richtung Pegau. Ne? So, dann bin ich erstmal weg und wir sehen uns dann.